Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute gibt es eine weitere Folge der Hertha News. Ich habe heute wieder einige Themen mit dabei, über die es sich zu sprechen lohnt. Ich möchte über die ein oder andere Transfernews sprechen und dabei vor allen Dingen über drei Jungspieler sprechen. Zum einen über Benze Dardai, über Tim Hoffmann und abschließend auch noch über Luis Trus. Das ist ein eher unbekannterer Spieler, beziehungsweise ein Spieler, der sich bisher noch nicht in den Fokus gespielt hat. Und den Spieler werde ich euch natürlich dementsprechend auch noch vorstellen. Das heißt, wir haben einiges zu besprechen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir zuallererst über Thema Nummer 1 des Tages. Es geht nämlich um einen Artikel von der Frankfurter Rundschau, denn die Frankfurter Rundschau berichtet, dass Borussia Mönchengladbach offenbar einen Transfer von Benze Dardai plant. Und die News ist ja per se nichts Neues. Bereits schon im Sommer gab es einige sogar wirklich heiße Gerüchte, dass die Gespräche mit Gladbach sehr konkret sind. Und jetzt im Winter kommt es schon wieder zu Gerüchten. Und ich denke mal, dass Borussia Mönchengladbach wohl am Ende auch den Zuschlag kriegen könnte. Aber wir schauen uns die Situation jetzt einfach mal etwas genauer an. Fakt ist, der Vertrag von Benze Dardai läuft jetzt im Jahr 2024 aus. Danach wäre er ablösefrei verfügbar. Und Hertha BSC hat bisher keinen unterschriebenen Profivertrag von Benze Dardai. Das heißt, er wäre wirklich ablösefrei verfügbar. Aktuell arbeitet man daran, Benze Dardai langfristig zu halten. Aber so ein bisschen hängt es natürlich von Benze Dardai ab. Was will er? Und wo will er hin? Man muss festhalten, Benze Dardai ist definitiv eines unserer größten Talente im Verein. Er ist gerade mal 17 Jahre alt und spielt bei einer guten Zweitligatruppe als Rotationsspieler. Er kommt ab und zu rein, hat schon den einen oder anderen Kurzeinsatz gemacht und in diesen Kurzeinsätzen sieht man wirklich, was er für ein Talent hat. Es gab einige richtig gute Spiele in dieser Saison, zum Beispiel das Spiel gegen Holstein Kiel. Das war richtig gut. Ich sag so, wie es ist, ohne Benze Dardai hätten wir dieses Spiel definitiv nicht gewonnen. Man muss eben sagen, man merkt, was er für eine Technik hat, wie er mit dem Ball umgehen kann, wie er möglicherweise einen Abschluss suchen kann. Benze Dardai ist richtig, richtig stark. Dennoch sieht man einige Defizite. Zum Beispiel körperlich ist er immer noch auf dem Niveau eines besseren Jugendspielers. Also da geht definitiv mehr und man merkt in einigen Spielen, dass er einfach körperlich mit der zweiten Liga nicht zurechtkommt und dass es auch einfach nicht für 90 Minuten reicht. Das ist auch klar. Er ist gerade mal 17 Jahre alt. Und er geht aktuell viele Entwicklungsschritte bei Hertha BSC. Und ich würde ihm raten, auch weiter diese Schritte bei Hertha BSC zu gehen. In dem gleichen Artikel der Frankfurter Rundschau, den ich gerade erwähnt hatte, steht übrigens auch, dass so ziemlich halb Europa an Benze Dardai interessiert sind. Unter anderem der AC Milan, Ajax Amsterdam und eben Borussia Mönchengladbach wurden genannt. Aber auch Juventus Turin sei an Benze Dardai interessiert. Und ich denke mal, es wird sehr, sehr schwer, Benze Dardai zu halten. Aber für mich, also aus Fansicht, wäre es natürlich überragend, wenn wir ihn irgendwie halten würden. Es wird schwer. Die News ist nichts Neues, dass Gladbach interessiert ist. Und es ist auch nichts Neues, dass ich schon wieder sage, ob Gladbach nicht eine eigene Jugendakademie hat. Denn das ist ja wirklich peinlich. Also wie kann man sich denn so oft an einem Verein von der anderen Ecke Deutschlands bedienen? Also das ist ja Wahnsinn. Zumal ja eigentlich die Spieler, die von Hertha nach Gladbach gewechselt sind, doch am besten wissen, dass dieser Wechsel ja gar nicht mal so viel gebracht hat. Eher Luca Netz, der hat noch eine halbwegs gute Entwicklung genommen. Aber alle anderen Spieler, Lukas Ulrich, Amir, naja, die spielen ja mehr oder weniger gar keine Rolle. Und ich bin mir sicher, wäre Lukas Ulrich bei Hertha BSC geblieben, wäre er jetzt in der zweiten Liga vielleicht sogar Stammspieler. Erstmal ist es nur ein Gerücht, dass Gladbach interessiert ist. Aber ja, Benze ist ein Spieler, der kann den tödlichen Pass spielen. Benze ist ein Spieler, den muss man eigentlich halten. Wenn man vom Berliner Weg spricht, wenn man davon spricht, die eigenen Talente langfristig hier aufzubauen, dann muss man alles dafür geben, um diese Talente zu halten. Wir können uns das nicht erlauben, jedes Jahr unsere besten Spieler ziehen zu lassen. Im vorletzten Jahr war es Lazar Samardžić. Lazar Samardžić, ich glaube, das ist schon wieder mittlerweile 3 Jahre her. Samardžić wechselt jetzt für 25 Millionen nach Neapel oder was es auch immer war. Und man merkt eben, unsere Akademie, die Spieler, die wir jährlich hervorbringen, Jahr für Jahr, haben eine Qualität, das ist der pure Wahnsinn. Es ist eine Goldgrube in Berlin und wir müssen diese Goldgrube besser ausnutzen und die Spieler noch mehr integrieren, eine bessere Perspektive anbieten und langfristig an Hertha BSC binden. Und so, finde ich, sollten wir es auch mit Benze Dardai machen.
Benze Dahlheim ist ein Spieler, den musst du einfach halten, koste es, was es wolle. Natürlich nicht übertreiben, noch im Rahmen bleiben, aber man muss sich da natürlich sehr bemühen. Aber ich bin mir auch sicher, dass unser Sportdirektor Benjamin Weber genau das macht. Man weiß die Qualitäten um Benze Dahlheim und wird vermutlich dann irgendwann ein Vertragsangebot abgeben. Aber wir wissen da wie gesagt nicht mehr. Benze Dahlheim zieht viele Interessenten an. Ich kann es mir auch denken, er ist 17 Jahre alt. Er macht seine ersten Einsätze, vielleicht möchte er den nächsten Schritt gehen. Aber auch für mich aus Profi-Perspektive, wenn ich Benze Dahlheim wäre, würde ich mindestens noch ein Jahr in Berlin bleiben, um den nächsten Schritt dann ein, zwei Jahre später zu gehen. Denn man merkt es, körperlich ist er nicht bereit für die zweite Liga. Und dann ist er auch nicht bereit für die erste Liga. Da muss noch viel an der Entwicklung folgen. Und die Entwicklung geht da jetzt bei Hertha. Und ich würde es Ihnen empfehlen, noch mindestens es ein Jahr zu tun. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf unsere Finanzen wäre es wichtig, wenn er wenigstens noch ein, zwei Jahre verlängert. Sodass wir, wenn er wechselt, auch eine Ablösung kriegen. Denn das Allerbitterste, was passieren kann, ist, Benze Dahlheim geht einfach ablösefrei. Und wir kriegen einen Mittelfinger. Natürlich hoffe ich auch, dass die Eltern, Paul Dahlheim, Monika Dahlheim, da etwas mitzusagen haben. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es für einen 17-, 18-Jährigen jetzt noch zu früh ist, die Familie und das gewohnte Umfeld zu verlassen. Ich bin mir aber sicher, irgendwann wird er gut genug sein und wird dann irgendwann einen Wechsel anstreben. Aber jetzt würde ich Ihnen raten, bei Hertha BSC zu bleiben. Das ist der aktuelle Stand. Es gibt Gerüchte, Gladbach ist interessiert, die Gespräche waren konkret, die Gespräche werden wahrscheinlich in Zukunft noch konkreter werden. Wir müssen uns das Ganze einfach anschauen und gucken, wohin die Reise dann spätestens im Sommer führen wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass man an einer Verlängerung von Benze Dahlheim arbeitet. Und ich würde sagen, kommen wir direkt mal zu Thema Nummer 2 des Tages und damit direkt mal zu einer weiteren Transfer-News. Es geht mal wieder um einen unserer Jungspieler, das ist ja Wahnsinn. Es geht nämlich um eine Transfer-News von Fußballtransfers.com. Fußballtransfers.com berichtet, dass Juventus Turin ein Hertha-Juwel kontaktiert hat. Juventus Turin hat offenbar ein deutsches Talent im Blick und das Ganze berichtet der Journalist, okay, jetzt kommen meine italienischen Namenskünste, Mirko Kalema. Okay, er sagt, dass Luis Trus von Hertha BSC bei Juventus Turin auf dem Zettel steht und dass bereits die Berater Kontakt aufgenommen haben. Kommen wir mal zum Spieler an sich, denn ich glaube gar nicht so viele werden ihn kennen. Luis Trus spielt bei unserer U19 aktuell in der U19 Bundesliga und er ist Außenspieler. Er kann links außen spielen, kann aber auch rechts außen spielen und hat jetzt in 11 U19 Bundesliga spielen 2 Tore und 3 Vorlagen erzielt. Er war leider während der Saison kurz verletzt, auch zur Zeit während der U17 WM. Vielleicht wäre er dann dort mit zur WM gefahren, aber trotzdem, er ist ein sehr talentierter Spieler, gilt vor allen Dingen auch bei Hertha BSC als ein recht angesehenes Talent und auf dem Flügel muss man sich ihn vorstellen, dass er ein sehr spielwitziger Spieler ist mit viel Tempo, so wie man sich einen Flügelspieler mehr oder weniger vorstellt. Er ist genauso wie Benze Dahlheim 17 Jahre alt und die Situation ist eigentlich genau das gleiche wie bei Benze Dahlheim. Er ist 17 Jahre alt, hat keinen Profivertrag unterschrieben und sein Vertrag läuft im Jahr 2024 aus. Ja, und Juventus Turin hat Kontakt aufgenommen und für ihn geht fast eigentlich dasselbe wie bei Benze Dahlheim und ich werde auch fast dasselbe sagen. Für mich und für mich aus Fanperspektive als Fan finde ich es immer gut, wenn wir Talente halten. Vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf den Berliner Weg. Wir sprechen vom Berliner Weg und dann sollten wir auch vielleicht unsere Talente halten. Bei Luis Trus muss ich halt eben sagen, er ist 17 Jahre alt. Ich habe den Namen vor ein paar Wochen zum ersten Mal irgendwie aufgeschnappt, habe ihn dann irgendwann mal in Football Manager gesehen. So, ich habe recht wenig von ihm gehört bisher. Das macht ihn jetzt trotzdem nicht zu einem schlechteren Spieler. Aber für mich wäre es eben ein Ziel, diese Spieler aufzubauen. Mit Profitraining, mit Spielen in der zweiten Mannschaft, sodass man möglicherweise auch dort eine weitere Alternative für den Flügel hat. Die Scorerwerte lesen sich jetzt nicht absolut überragend. Er hat, wie gesagt, in 11 U19 Bundesligaspielen 2 Tore und 3 Vorlagen erzielt. Das ist nicht schlecht. Er ist auch Stammspieler, aber ich kenne mich in der Jugend einfach zu wenig aus, um sein Potenzial und seine Leistungen wirklich kategorisieren zu können. Also fragt mich da bitte nicht, aber trotzdem, für mich als Fan, immer die Jungspieler halten. Das hat für mich die oberste Priorität. Trus wirkt wie ein wirklich spritziger Flügelspieler. Das habe ich so ein bisschen in den Highlights gesehen. Aber ich gucke einfach zu wenig U19, um es dann wirklich einschätzen zu können. Aber es ist Wahnsinn. Was für Offerten, was für Riesenclubs unsere Spieler haben wollen, unsere Jungspieler.
Und es ist logisch, wir können nicht jedes Talent überzeugen und halten können. Wir können nicht jedem Talent sagen, yo, bleib hier, das ist nicht möglich, denn es ist klar, die sind 17 Jahre alt und die spielen mit dem Gedanken, möglicherweise zu einem der größten Clubs in Europa zu wechseln. Es ist klar, aber es wäre einfach schade, wenn wir auf diese Art und Weise viele Talente ablösefrei verlieren. Für mich gilt aber auch, dass die jungen Spieler sich vollkommen zu Hertha BSC committen müssen. Ich meine, die Chance, die Durchlässigkeit zu den Profis war selten so hoch wie jetzt. Das ist Wahnsinn. Luis Trus ist ein Spieler, ich habe es vorhin glaube ich gesehen, er spielt schon seit der U10 oder so bei Hertha BSC, ist schon Jahre in diesem Verein und ich würde es mir wünschen, wenn die Spieler dann auch hier den Durchbruch schaffen. Und ich bin auch ehrlich mit euch, wenn Juventus Turin anklopft, so, da wird er doch nicht mehr Chancen haben. Da ist doch die Perspektive nicht besser. Die Perspektive war noch nie so gut wie jetzt und ich würde es mir einfach wünschen, wenn diese Spieler dann bei uns bleiben. Aber ich nehme es auch keinen Spieler übel. In den letzten Jahren, und so muss man eben auch reflektieren, war Hertha BSC alles andere als ein ruhiger Verein, um sich zu entwickeln. Also, wir haben unprofessionell gewirkt, wir sind abgestiegen, die sportliche Perspektive ist vielleicht gerade nicht so überragend. Ja, man muss auch da entsprechend reflektieren, aber trotzdem, von der sportlichen Führung wünsche ich mir, dass man die jungen Spieler hält. Bei Luis Trus aber, glaube ich, wird es nicht ganz so wie tun wie bei Benze Dada, denn Benze Dada ist ja momentan auch im Standing etwas weiter höher. Trotzdem, Spieler ablösefrei zu verlieren, obwohl man sie gerne hätte weiterhalten können, das tut jedes Mal weh. Kommen wir zur letzten News des heutigen Tages. Es geht mal wieder um einen Jugendspieler. Mann, ey, heute geht es aber wirklich um die Jugendspieler. Es geht um Tim Hoffmann. Tim Hoffmann ist ja mit im Trainingslager mit dabei. Ist der Spieler, der mir bisher im Testspiel gegen Mechelen am ehesten aufgefallen ist, mit guten Leistungen. Er ist Innenverteidiger, aber möglicherweise bald Sechser. Erstmal geht es um das wichtige Thema. Nach Bildinformationen von der Bild hat der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2026 unterschrieben, der sich im Sommer, jetzt hier in diesem Sommer, wenn er dann schlussendlich auch 18 ist, zu einem Profivertrag umwandelt. Er ist 18 Jahre alt, wie gesagt, ich find's top. Es wurde noch dazu geschrieben bei der Bild, dass der Deal ausgehandelt wurde, als Freddy Bobic noch Manager bei Hertha BSC. Das heißt, es war ein bisschen her, trotzdem der Vertrag von Tim Hoffmann wandelt sich wohl im Sommer zu einem Profivertrag um. Damit gehört er dann ganz offiziell zu den Profis und könnte dann wirklich zum erweiterten Kreis der Stammspielermannschaft gehören. Und das fände ich nicht schlecht. Tim Hoffmann ist ein Spieler, überragender Spielaufbau, überragende Technik, also absoluter Topmann. Die Bild ergänzt noch zu diesem Artikel, dass es möglicherweise bald so sein könnte, dass Tim Hoffmann umgeschult wird. Als Innenverteidiger ist er ja ziemlich schmächtig und auch nicht der Größte. Er ist eher so ein technisch starker Innenverteidiger, der einen guten Spielaufbau mit einem guten linken Fuß hat, der eine wahnsinnige Übersicht hat. Das sind eher seine Stärken und es kann sein, dass Pal Dardai umplant und ihn auf die Sechserposition packt. Genauso wie die Innenverteidiger Marton Dardai und Pascal Clemens. Das soll wohl bevorstehen. Möglicherweise wird das ja in einem der nächsten Testspiele getestet. Ich kann mir sogar tatsächlich vorstellen, dass das auf der 6 ganz gut klappen könnte. Also gegen Mechelen hat er eine wahnsinnig gute Ballbehandlung, wahnsinniges gutes Passspiel. Also mal gucken. Aber ich habe bei Marton Dardai auch geklappt, das passt auf der 6. Aber Marton Dardai, der hat ähnliche Stärken, nicht die gleichen Stärken. Tim Hoffmann ist ein bisschen wendiger, ein bisschen schneller noch als Marton Dardai. Vielleicht passt das eher. Ich bin kein Fan davon, IVs auf die 6 zu stellen. Aber bei Pascal Clemens hat das ja überragend geklappt. Und vielleicht gibt es ja eine ähnliche Entwicklung bei Tim Hoffmann. So, an dieser Stelle würde ich sagen, das war es jetzt hier mit den heutigen Hertha News. Es gab einiges zu besprechen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Die Tage wird es jetzt langsam etwas weniger Videos geben. Ich werde mich auch mal wieder ein bisschen entspannen. Aber trotzdem abonniert ganz gerne diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC zu verpassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, schönen Tag euch noch, genießt den Abend und ciao.